Hallo, ich bin die Hanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir oder Adventskalender-Unboxing, ne? Genau, ich habe hier einen Adventskalender Hello Kitty. Der kam jetzt auch erst raus. Also den habe ich jetzt hier nicht monatelang rumliegen, der kam jetzt auch erst raus. Weil ich hatte bei meinem Bubble Tea Adventskalender einen Kommentar gehabt, der war aber lieb gemeint, war jetzt nicht böse gemeint. Hättest du den eher vorgestellt, hätte ich mir den bestellt. Leute, manche Adventskalender kommen leider erst auch jetzt erst im November raus. Also ich will euch auch noch welche zeigen, die jetzt erst im November rausgekommen sind. Und dafür können wir denn hier bei YouTube nichts, ne? Also wie gesagt, der kam jetzt auch erst raus, jetzt seit Anfang November, Ende Oktober. Ich habe den jetzt auch erst entdeckt gehabt letzte Woche. Und zwar Hello Kitty Adult Beauty Adventskalender. Ja, yeah. Und hier ist Make-up drin, Accessoires, Tools, naja, auch das ein oder andere Füllprodukt. Leider, leider, ja. Ich habe den Kalender, es blendet so das Ringlicht, ne? Aber das ist so ein glattes Material, so ein glänzendes deswegen. Ich bekomme den Kalender, ich habe den Kalender bei Otto bestellt. Ich hatte noch einen Wunschgutschein, ein bisschen Guthaben drüber, da habe ich den so ein bisschen eingelöst. Der hat bei Otto 40 Euro gekostet und mit dem Gutschein, wo ich noch ein bisschen Guthaben hatte, habe ich dann bloß 25 Euro bezahlt. Dafür, dass wir hier Füllprodukte drin haben, finde ich, ist es jetzt mit den 40 Euro jetzt nicht immer unbedingt gerechtfertigt. Aber es ist Hello Kitty, ne? Und das ist halt von Sanrio, ne? Und Sanrio hat nun mal Hello Kitty Produkte, dadurch ist es wahrscheinlich auch teurer und ja, ihr seht, ich bin noch ungeschminkt, ich möchte ein paar Produkte behalten und austesten, manche Produkte wandern weiter. Und da dachte ich so, das teste ich hier gleich mal mit euch im Video aus, hier war noch eine Banderole drum, da konnte man gucken, was drin ist. Den klappt man so auf und guckt. Ich finde das so süß. Und der ist recht klein. Ich habe echt gedacht, der wäre größer. Also haben wir dann auch noch ziemlich kleine Produkte drin, ne? Ja, er ist auch, glaube ich, mehr für etwas Jüngere. Aber ich liebe Hello Kitty. Ich mag Hello Kitty. Ich bin Hello Kitty-Fan. Deswegen habe ich mir den bestellt. Wenn du ein Teil meiner kleinen, aber feinen Community sein möchtest, ne? Und ja, ich wollte eigentlich bis Ende des Jahres auf 2500 kommen. Ich glaube, das wird nicht. Die Unboxing-Zeit ist nun mal bald vorbei. Aber ich mache auch noch andere Geschichten. Hier siehst du bis zu 5 Infokarten. Kannst du mal gucken, was ich hier noch so treibe. Ne? Ja, und würde ich mich freuen, wenn du dieses kleine, aber feine Kanälchen abonnierst, Glöckchen anmachst, nicht vergisst. Dann informiert dich nämlich YouTube über ein Video von mir. Funktioniert nicht immer so mit den Einstellungen. Ich weiß es. Aber ich bin bei Instagram, habe ich extra für YouTube angelegt, da bin ich nur privat unterwegs. Kein öffentliches Profil, müsst ihr Anfrage stellen. Ihr könnt dann auch mit mir kommunizieren, wenn ihr möchtet, wenn irgendwas ist, ne? Und ja, müsst ihr aber Anfrage stellen, weil wie gesagt, kein öffentliches Profil, kann halt nicht gleich jeder folgen. Und ja, den Link zu meinem Instagram-Account findest du auch unten in der Infobox, sowie diverse Freunde, Werben, Freunde kurz, ne? So. Ich würde sagen, wir unboxen jetzt mal und wir machen auch gleich ein bisschen Schminktest, was die Produkte so machen. Genau, weil wenn ich das jetzt nur sammeln würde und irgendwann sagen würde, ich mache ein Make-up-Video davon, Schminkvideo, zieht sich das wieder so ewig hin und dann wird es ewig eine Strauß. Ne? Deswegen dachte ich so, teste ich gleich mal aus. Magic Finish habe ich bloß oben, mehr habe ich noch nicht oben. Ja, dann gucken wir mal rein. Wie gesagt, der kommt ein bisschen größer. Naja, es ist ein Türchen-Adventskalender, aber gut. Ich liebe dieses Design. Schade, das muss ich jetzt kaputt machen. Ne? Dafür hat man ja noch das Design hier vorne. Natürlich. Mit der 1 an. Oh, aber... Oh nein! Ach, das ist ja niedlich gemacht. Guckt mal, wenn man die Türchen öffnet... Das Inlay ist aus Plastik und dann habt ihr wirklich hier so die, mit Bildern, ne? Also dann entsteht auch ein Hintergrundbild. Ey, das finde ich ja cool. Das gefällt mir, ne? Und hier steht eine Hello Kitty auf dem Kopf im Hintergrundbild. Okay, läuft, würde ich sagen. Ja, das haben sie echt toll gemacht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und es ist wirklich ein großer Lippenstift. Okay. Und das ist auch so mit Hello Kitty bedruckt, ne? Also die Produkte
geht los mit einem Lippenstift. Ja, Anzahl finde ich jetzt hier nicht, aber ihr könnt mir glauben, es ist doch ein großer. Ne? Da haben wir so Hello Kitty oben und es ist halt ein brauner. Ich weiß bloß noch nicht, welchen ich benutze. Wir haben zwei Lippenstifte drinne. Einer wird bei mir bleiben, einer wandert weiter, weil ich will ja ein paar Sachen austesten. Es ist so alles blumäßig aus Plast. Ist jetzt nichts Hochwertiges, ne? Aber finde ich schön, dass auch die Sachen so mit Hello Kitty halt bedruckt sind. Zwei haben wir jetzt eine Nagelfeile. Naja, gut. Ja, also ist eine kleine. Hier sind halt zum Feilen. Hier hat man was zum Feilen und hier halt zum Polieren, ne? Ja gut, okay, haben wir schon das erste Füllprodukt. In der 3 haben wir eine kleine Größe, einen sehr kleinen Nagellack, auch mit Hello Kitty oben, ne? Und das ist so ein brauner Schimmerton, ne? Ja, ist wirklich eine ganz kleine Größe, aber es ist nicht schlimm. Ich finde manchmal für manche Nagellacke reicht das so. Bei dem Nagellack muss ich erstmal gucken, wie ich den austeste. Weil ich bin nämlich, habe nämlich bunte Nägel. Ihr seht das, bin nämlich gerade dabei, mal meine ganzen Nagellacke auszusortieren, auszutesten, welche noch gut sind und so, ne? Und da weiß ich noch nicht, welche da bei mir bleiben von den ganz neuen und welche weiter wandern. Da muss ich erstmal gucken, ja. Aber ein schönes Schimmertütchen. Hier haben wir einen Kajalstift. Auch schön, schön designt, muss ich sagen, ne? Das ist ein ganz normaler schwarzer. Upsa, lass fallen, Hanni. Kajalstift zum Anspitzen. Leute, ich krieg den Deckel nicht ab. Den haben die so raufgequetscht. Aber ihr seht ja, es ist so ein schwarzer. Ja. Ja, in der 5 haben wir jetzt einen Anspitzer. Da haben wir das nächste Füllprodukt, ne? Ja, okay. Aber ohne Hello Kitty, ja, hätte man da vielleicht auch noch ein bisschen kreativer sein können. Ja, damit kannst du dann gleich deinen schwarzen Kajalstift anspitzen. Nikolausi in der 6. Da habe ich echt gedacht, der wäre ein bisschen größer. So ein größerer Scrunchie. Hier haben wir ein Haargummi. Guckt mal, mit rosa Schleifchen oben. Wir haben jetzt Nikolausi, ne? Finde ich cool. Ja, ich dachte, der wäre ein größeres Scrunchie. Sonst, schade. Aber der wird schon gehen für meine Haare, ne? Mache ich dann zweimal drum. Aber ja, ich finde den süß und deswegen wird der bei mir bleiben, ne? Ich finde den niedlich, der gefällt mir. Ja, der kommt in meine Scrunchie-Sammlung. Ich mach den hier mal rum, ne? Genau, kannst du den noch hier so rummachen? Ja, das finde ich süß. Mit kleinen Schleifchen oben. In der 7, ein Tag nach Nikolaus, haben wir einen braunen Lippensel. Pencil, ne? Passt der jetzt zu dem Lippenstift? Ja, der könnte zu, das finde ich auch irgendwie gut, ne? Dass er passend halt auch zu den Lippenprodukten halt noch einen Lippenpencil mit reinmachen. Pencil. Und, oh, guck mal, und den habe ich jetzt abbekommen, ne? Ja, gucken wir mal, ob der auch wirklich zu dem Lippenstift passt. Da haben wir die erste Lidschattenpalette. Paletto. Ja, man kann auch Paletto dazu sagen, ne? Was heißt Palette? Aber so, da hat man vier Solidschatten drin und guckt man das auch so mit Hello Kitty, ne? Silver Stars, hier die Farbbezeichnung, okay, die wird weiter wandern, die behalte ich nicht, ne? Da hast du halt einen matten Ton drin, hier oben, genau für Smoky Eye, ne? Und ansonsten kannst du damit aber auch einen Eyeliner ziehen mit den schwarzen und ansonsten hast du denn hier Schimmertöne mit drin. Einen weißen, silbern und einen dunkelgrauen, ne? Ja. In der 9 haben wir, das ist auch immer so gefährlich in Adventskalendern, weil man nicht weiß, welcherjenige halt, ne, was er für eine Farbe hat. Hier haben wir ein Brow Pencil für die Augenbrauen, ne? Das ist so ein, oh, das kriegst du, die Deckel sind so, so muss man ein bisschen drehen, damit man die abbekommt. Also das ist wirklich, ja, würde ja zu meinen Augenbrauen passen, ne? Aber nicht jeder hat so dunkle Augenbrauen wie ich und da wäre der wirklich zu dunkel, ne? Ich teste den dann jetzt mal hier aus, aber man kann den ja auch als braunen Eyeliner oder so benutzen, ne? Ich würde sagen, ah, guck mal. Von Essence, ne? Guckt mal.
habe ich ja diesen Hello Kitty Taschenspiegel. Na, der passt ja jetzt zum Kalender. Das ist natürlich jetzt gut, ne? Ich würde sagen, ich nehme mir den Spiegel und ich teste jetzt mal den Augenbrauenstift aus, ne? Also so sieht da geswatcht aus, ne? Ja, also der für meine Augenbrauen ist der optimal, ne? Aber wie gesagt, könnt es auch als Eyeliner Oh, nehmen. guck Guck mal. mal, ne? Also der passt wirklich zu mir. Ja, müsste ich mir vielleicht noch ein bisschen auskämmen. Aber ja, hier hinten hätte ich noch ein bisschen weiter präziser arbeiten können. Aber auf die Schnelle muss das jetzt erstmal so. Wir gucken uns das jetzt mal nicht von Nahen an, von Weitem, ne? Ja, das kann man noch so ein bisschen auskämmen und dann werde ich dann auch noch dann mal zwischendurch machen. Aber wir müssen jetzt damit so leben. Aber der passt zu mir, ne? Es ist genau meine Farbe. 1 von Ja. 10. Wir sind im zweistelligen Bereich. Hier haben wir, ich gehe mal stark davon aus, es ist ein Lip Balm mit dieser süßen Hello Kitty oben. Ja, ich habe meine Lip Balm-Geschichten, aber vielleicht nehme ich noch mal was raus und dann nehme ich den. Ja. Ne? Und den kannst du halt so sieht er aus, ne? Ja, schauen wir mal, was ich damit mache, ob der bei mir bleibt oder doch weiter wandert. Aber ich tendiere dazu, dass ich glaube, ich den dann nehme so gerne für unterwegs. Ne? In der 11 haben wir so ein Telefonkabelhaargummi in Schwarz. Der wird weiter wandern, den brauche ich jetzt nicht nochmal. Habe ich noch da genug und ja, ne, dafür hatten wir den anderen mit drinne. Ja, gut, okay, Halbzeit. Nein, 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 ich mag es euch nicht zeigen. Nein, es ist ein 10 drin. Nur für 3 Zehen, tatsächlich. Ja, also, ich weiß nicht, wer hat denn 3 Zehen, sagt mal. Also, oh nein, nein. Und für die Halbzeit ist eine schwache Halbzeit, ne? Wenn schöne bunte wäre mit Hello Kitty oben, nee. Aber nicht in einem 40-Euro-Adventskalender. Nee. 13, jawohl, haben wir einen Blush mit Hello Kitty oben, ne? Amazing Aprikot ist hier die Farbbezeichnung, ne? So, und den testen wir jetzt mal aus, ne? Wie der so ist. Ich swatch euch den erstmal, ne? Er ist matt. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Schimmerton. So. Ja, der ist dann halt so, ne? Guckt mal, so sieht er aus. Und den testen wir jetzt Hier mal. mal Hier aus. das hier auf den Pinsel raufgegeben, ne? So, die Seite ist auch fertig. Endlich hat sie Farbe im Gesicht, ne? Ich muss sagen, bin Endlich. begeistert. Also der gibt gut was ab. Finde ich gut. Die 14, nur noch 10 Tage bis Heiligabend, haben wir wieder einen kleinen, normalen, nudefarbenen Nagellack. Ne? So Braunton. Ja. Der würde aber wahrscheinlich weiter wandern, weil sowas habe ich genug da. Ja. 15 haben wir, der sieht echt schön aus, aber ich weiß, da sind auch zwei mit drinne, da wird nur einer bei mir bleiben. Haben wir hier nochmal einen Lipgloss und der kommt in so einem schönen, ja, nudefarbenen bis braun, oder ist das rot, so rostbraun, sagen wir mal rostbraun, Schimmerton daher. Ja, eine kleine Größe, ne? Leute, die 16, das ist echt das kleinste Türchen von dem Kalender. Guckt mal, wie klein das ist. Was soll denn da jetzt drin sein? Also, es ist, Ach nee. naja, okay, wirklich reingequetscht. Aber das ist ja wohl, also so ein kleines Türchen habe ich noch nie bei irgendeinem anderen Kalender gesehen, ne? Da haben wir drinne einmal so ein auch Haargummi, was da aber auch gleichzeitig so als Armband nehmen kannst in diesem Hello Kitty Rosa. Wird weiter wandern, das behalte ich nicht. Pack ich mal mit den Verlosungen oder so, ne? Also, ja, Der okay. 17. Haben wir noch einen Nagellack. Okay, aber der ist so, der ist so extrem dunkelrot. Ein ganz ein dunkles Rot, bisschen ins Braune rein, dunkelbraun. Ich kann das jetzt gar nicht so. Nein, also in der Kamera kommt der braun rüber. Aber der ist so. Na, rot auch nicht, aber so ist eine ganz komische Farbe, ne? Ja, ganz eigenartig kann ich euch jetzt nicht mal sagen. The Classic. Farbbezeichnung? Haben die alle Farbbezeichnung? Ach, die haben sogar Farbbezeichnung. Also der Nude-Farbene ist Cherry Blossom
Naja, also wie eine Cherry Blossom, okay. Und der andere hat Festival Season, ja, das kann man so sagen, ne? Okay, hat sogar doch Farbbezeichnung. Der Lipgloss hat auch eine Farbbezeichnung, Leute. Ruby Shimmer ist hier die Farbbezeichnung. Okay, also, manches hat doch Farbbezeichnung, ne? Hat denn der Lippenstift auch eine Farbbezeichnung? Ah ja, der Lippenstift ist Sun Breathe, ist hier die Farbbezeichnung. Okay, ja, gut, ne? Und das ist einfach so Classic. Ja. 18, wir befinden uns in der Weihnachtswoche, haben wir wieder einen Lippenstift, ne? Wieder mit der Hello Kitty so oben. Ja, das ist die Farbbezeichnung Perfect Kiss. Okay, naja. Schauen wir mal, und der ist so, der sieht fast genauso aus wie. Also Leute, jetzt mal ehrlich, ne? Also, guckt mal. Sieht ja fast, naja, fast der gleiche Ton. Ja, gut. Die Farbe würde bei mir eigenartig aussehen, deswegen würde der dann wahrscheinlich weiter wandern, ne? Und den würde ich dann mal austesten im Braunton. Dann machen wir das so. 19 haben wir. Guckt mal. Oh, der sieht sehr dunkel aus. Das ist ein Highlighter, ne? Glow Light ist hier die Farbbezeichnung. Nö, es geht. Guckt mal, das geht. Kann man damit leben, ne? Ja, den teste ich jetzt auch gleich mal aus. Erstmal swatchen wir den. Oh, guckt mal. Also der ist schön. Ja, könnte man auch als Topper nehmen, ne? Wo mache ich den jetzt hin? Dann tue ich ihn auf meiner Handfläche testen. Ah, doch, der geht. Wenn man sich den noch so ein bisschen verblendet, ne, geht der durch. Oh, der ist aber gut, ne? Gut, teste ich jetzt gleich in meinem Gesicht aus, ne? Ja, der sieht gut aus. Guckt mal. Ja, ne, also, Der ist nicht zu dunkel, der geht klar. Ich denke, der geht klar. Ja. So, die andere Seite ist auch fertig. Mal ein bisschen den Rest auf die T-Zone, ne? Ich habe noch keinen Concealer oben, Leute. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen. Ja, der sieht schon mit dem Blush jetzt so verbunden, ne? Doch, sieht auch gut aus. Ja, der geht durchaus auch klar. 20 haben wir schon einen Mascara. Endless Black ist hier die Farbbezeichnung. Der ist groß. Ich habe jetzt echt gedacht, da ist ein kleiner drin. Den teste ich auch denn mal aus, aber ich will erst noch Lidschatten drauf machen, ne? So, hat so ein Kunstfaserbürstchen, ne? So gedreht, so geswirlt. Ja, okay, ne? Aber erstmal kommt Lidschatten drauf und dann gucken wir uns mal an, wie der ist. Ja, schön. Schöner Mascara. Ich hätte jetzt echt gedacht, der wäre in der 24. Ja. In der 21 haben wir wieder einen schönen Lipgloss. Das ist die Farbbezeichnung Fairy Dream. Oh, der sieht auch schön aus, ne? Ja, mal gucken, welchen ich denn behalten Ich werde. mal Ja, gucken. Also die habe ich eigentlich schon selber genug da im Backup und den anderen auch. In der 22, zweite Schnapszahl, haben wir die zweite Lidschattenpalette und da sind schöne Farben mit bei. Das sehe ich jetzt schon. Oh ja. Ja. So, ne, also ja, ich swatche die erstmal und dann testen wir die auch auf dem Auge aus. Ich swatche jetzt mal bloß, das ist so ein Base-Ton, ne, zum Verblenden oder so, zum Setten. Deswegen den teste ich jetzt nicht aus. Wir gucken uns aber die anderen Töne an. Also die Fändchen sind sehr, sehr klein, ist aber auch eine schöne Reisepalette. Das war jetzt der matte Braunton, ne? Damit kann man dann schön die harte Kante ausblenden. Hier haben wir den hellen Schimmerton. Der sieht auch schön aus, ne? Den würde ich mir denn so in den. Oh, der ist aber sehr dezent. Ja, guck mal, ne? Der ist wirklich. Ja, den würde ich mir so aufs erste Viertel vom Innenlid geben, ne? Und, habe ich das jetzt richtig gesagt? Erste Viertel vom Innenlid. Also hier so, ne? So, und dann den dunkelbraunen Schimmerton. Oh, der sieht gut aus. Und den gebe ich mir dann. Ja, ne? Also hier hinten so hin. So, dann würde ich sagen,
testen wir die jetzt mal auf dem Auge aus und ob die auch krümelt, ne? Ob die Fallout hat. Nehme ich von Flaconi erstmal den Pinsel hier und diesen Ton hier, ne? Aufs gesamte Lid auf. So, mit der hellen Farbe hier habe ich jetzt so ein bisschen das Lid bloß gesettet, ne? Als Basston. So, dann gehe ich jetzt in die Farbe hier rein und mache mir, und die kommt dann so auf die harte Kante so rauf, ne? Zum bisschen zum Ausblenden. So, ne? Also das ist jetzt der Ton. Ja, weil das ist wieder so ein Ton, da muss ich aufpassen, dass da bei mir die Augen, dass das nicht zu verheult aussieht, ne? Da muss ich dann auch ein bisschen verblenden. So, ich habe nämlich vergessen, auf anzudrücken. Ich bin jetzt mit dem Pinsel hier in den hellen Schimmerton reingegangen und möchte es mir auf das bewegliche Innenlid bis zur Mitte geben. Ja, so mit dem Pinsel aufgetragen kommt da jetzt nicht wirklich viel bei rum, ne? Also ich würde jetzt nochmal mit dem kleinen Finger reingehen und das vielleicht ein bisschen intensiver machen, ne? So. Aber ich denke, viel wird da auch nie sein. Aber ein bisschen kriegen wir was hin, ne? Dass das etwas mehr schimmert. Ja, das geht doch schon so. Dann gehe ich jetzt in den Braunton hier rein, in den dunkelbraunen Schimmerton. Und das kommt jetzt auf das hintere Drittel, ne? Also, hier brauche ich nicht nochmal mit dem kleinen Finger reingehen, ne? Die Farbe habe ich mir jetzt, ging mit dem Pinsel wunderbar. Ja, und ja, dann bin ich mit dem Augenlook fertig. Ich muss sagen, es geht. Also Fallout ist so, ja, eine Palette, aber jetzt hier nicht auf dem Auge, ne? Also das ist in Ordnung so. Also ist jetzt nicht doll, aber ich, ne, also ja, hier ist alles sauber, ne? Finde ich gut. Ich gehe jetzt nochmal in den Highlighter-Ton rein. Ich will ja hier noch ein bisschen, also was jetzt hier auf die Highlighter-Ton, den würde ich mir hier unter die Augenbrauen noch geben, ne? So, guckt mal, ne? Also hier oben so hin. Bin wieder ja. Da, Concealer oben, Kajalstift draufgepackt, bisschen nochmal mit einem Spoolie die Augenbrauen ausgekämmt. So, ich will noch ein Inner Corner machen mit diesem Highlighter hier, ne? Dann machen wir hier. Ja, so ein schöner Inner Corner muss sein. Es sorgt nochmal für einen wacheren Blick. Dann testen wir jetzt auch den Mascara gleich mal aus, weil das Make-up haben wir ja jetzt oben. Dann bin ich gespannt, wie der so ist. Und ich fange dann mit den unteren Wimpern an. Leute, der ist nicht gut, der Mascara. Also schon hier, guck mal, wie das hier schon aussieht, ne? Also qualitativ ist das jetzt, glaube ich, nichts. Und die Wimpern, der macht nichts, so wirklich. Also der gibt ein bisschen Farbe drauf. Das sieht halt einfach nur natürlich aus, aber nee, ne? So richtig, der macht gar nicht. Die unteren Wimpern greift da total schlecht. Verlängern tut er die auch nicht. Und es ist eigentlich, ist der Mascara, der stempelt auch ab. Der muss erstmal richtig derbe trocknen. So der Knaller, ne? 20, einen Tag vor Heiligabend haben wir einen roten Lip Pencil Berry Boost. Ja, ist ja gut und schön, ein roter Lip Pencil, ne? Aber wir haben dazu den Lippenstift, nicht? Ne, das ist natürlich, ja, gut. Ja, das hätten sie sich jetzt vielleicht ein bisschen sparen können, wenn es dazu keinen Lippenstift gibt, ne? Zu den anderen Lippenstiften finde ich das jetzt erstmal die Lippenstifte aus. Die können, wollten wir ja auch mal angucken. Den Lip Liner dazu, ne? Oh, der hat eine übel zarte Miene. So aus, ne? Echt. Ja, eigentlich, naja, ist jetzt nicht so toll. Den könnte ich mir fast so ein bisschen vielleicht als Eyeliner vorstellen, wenn man sich bloß einen leichten Ton auf das Lid geben möchte, ne? Also, ja, weiß ich nicht, ne? So hautfarben, um so ein bisschen natürlich auszusehen. Aber als Lip Liner, nee, ist der nicht. Also, nee, es ist jetzt nicht so doll, ne? Und dann testen wir jetzt den mal aus. Den Lippenstift, gucken uns den mal an.
Also der Lippenstift, aber der Lip Liner passt zu dem Lippenstift. Also das passt schon, ne? Oh, ich finde, das ist aber eine schöne Farbe. Also er sieht jetzt, ist eine Nude-Farbe, ne? Also ein bisschen nicht zu doll, finde ich in Ordnung. Jetzt auch nicht kussecht sein oder lange haltbar, ne? Aber lässt sich schön auftragen, die Konsistenz ist schön. In der Zeit, wo man den Lippenstift aufträgt, geht das leider immer von selber so zurück, weil es ist wirklich billomäßig. Also das ist ja, es ist so. Da sagen wir gleich nochmal was dazu. Aber so passt Ich das, würde ne? jetzt vielleicht noch den Lippenstift mit diesem Lipgloss peppe ich jetzt mal auf, weil ich ja gesagt habe, dass ich den behalten Du hast will, den ne? erstmal, also so sieht er geswatcht aus, ne? Und dann peppe ich jetzt mal meine Lippen auf damit. Also ich habe den jetzt mal so aufgetupft, ne? Das sieht gut aus. Also wenn man den jetzt den Lippenstift noch aufpeppt, ne? Das sieht gut aus. So im Großen und Ganzen ist es schon ein schöner Look. Bis auf den Mascara. Der macht so gar nichts, ne? Ja, muss ich mir noch einen anderen dann rüber Dann machen. kommen wir zur 24. Die ist recht groß, die Tür, ne? Was mag da jetzt noch drin sein? Ein kleines Beauty-Täschchen. Finde ich schön. Ich mag das. Das ist ja oben. So, guck mal, da kannst du denn ein bisschen von den Produkten was reinmachen, ne? Ich habe so viele Beauty-Täschchen, aber ich finde das tatsächlich schick. Ja, es ist nicht sehr hochwertig. Kann ich jetzt auch schon sagen, es ist recht billomäßig. Aber ich finde das wirklich, ich würde da wirklich. Und die ist hell, also die würde dann schnell halt dreckig aussehen, ne? Von dem Make-up. Mal gucken, für was ich die. Ja, hier würden vielleicht auch Tampons, ne? Wenn ihr so ein Tampon-Täschchen oder Slip-Einlagen oder könnte man auch benutzen. Oder ja, um einfach irgendwelche anderen kleinen Sachen, hier Taschentücher oder so reinmachen, ne? Oder weiß ich nicht. Auch Geld oder keine Ahnung, ne? Also mir gefällt die. Ich werde die behalten. Ich werde dafür schon irgendwie Verwendung finden, ne? Genau, jetzt nicht unbedingt Make-up-Produkte reinmachen, weil ja sonst wird die schnell dreckig. Aber schauen wir mal, ne? Aber ich finde die schön, die gefällt mir. Da, das ist in der 24. So, wir gucken uns jetzt nochmal den Kalender an. Also da habt ihr denn hier so, man kann ja das Inlay so rausnehmen und dann habt ihr hier halt, manchmal steht die Hello Kitty Kopf, ne? Ja. Hat man vielleicht so ein Bildchen denn noch, ne? Ja, zu den Produkten. Ich finde, das ist jetzt wirklich nicht unbedingt 40 Euro wert. Also das sind jetzt nicht hochwertige Produkte. Und 40 Euro finde ich viel dafür, dass man da halt auch so Tools mit dabei hat, ne? So ein Zehntrenner mit drei Zehen. Also macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich finde den Augenbrauenstift gut. Der passt halt zu mir. Der Lidschatten, ne, sieht auch gut aus. Der Blush, der Highlighter. Der Lippenstift jetzt mit dem Lipgloss so ein bisschen aufgepumpt, ne? Der Mascara ist nichts, ne? Der ist wirklich. Ja, wie der Nagellack so hält, kann ich euch auch nicht sagen. Aber ansonsten habt ihr jetzt schon mal so ein bisschen gesehen, ne? Es sind gute Sachen drin und das sind halt auch so wie den roten Lip Liner, den hätten sie sich sparen können. Die Tools, ja gut, Anspitzer kann man immer gebrauchen. Aber ja, aber würde ich jetzt empfehlen, den zu kaufen für 40 Euro? So 20 Euro, okay, ne? Aber für 40 Euro, ja, ich weiß nicht, Leute. Müsst ihr selber wissen. Ach so, das stelle ich auch nochmal mit dir im Hintergrund. Ihr könnt mir ja so eure Meinung in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu sagt. Ich packe euch einen Link runter. Wie gesagt, bei Amazon und bei Otto gibt es den. Mal gucken, immer mal bei Amazon oder Otto, wenn sie so Aktionen machen, wo ihr den vielleicht doch noch günstiger, ne? Ja, es ist schon süß gedacht, aber in den Smile-Adventskalender, den ihr bei Rossmann bekommt, es ist fast so eigentlich das Gleiche und den bekommt ihr für knapp 20 Euro oder was der gekostet hat, ne? Nur, dass der halt mit Hello Kitty, ja, ist halt schön, ne? Also wer auf Hello Kitty steht, so wie ich, ne? Ja, wie gesagt, ihr könnt mir ja gerne mal so drunter schreiben, was ihr von dem Kalender haltet. Und ansonsten, ach, momentan habe ich eine Verlosung am Laufen, ne? Das wollte ich euch nur mal sagen.
Dann werde ich das mal hier als Videovorschlag gleich einblenden. Und ansonsten, also, da habe ich nämlich einen einen Adventskalender selbst befüllt, nämlich als Dankeschön für meine Abonnenten. Ja. Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss blende ich euch ein. Meine Playlist von meinem Adventskalender Unboxing siehst du hier. Hier siehst du meinen Kanal. Kannst du völlig kostenlos abonnieren. Würde ich mich richtig drüber freuen. Ne? Hier und siehst du aktuellsten Upload, Video vor und Videovorschlags wird da die Verlosung sein. Und ich sage Tschüssi. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.